So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silberne Edition und ich sehe gerade, wir sind in Viola City und ich werde schon wieder in Skype angeschrieben. Einen Moment mal kurz. Ich setze mich hier eben mal kurz auf beschäftigt. So, wie sieht denn eigentlich unser Team aus? Wir haben drei neue Pokémon, die aber anscheinend alle nicht trainiert werden. Wir haben ein Taubsi, ein Radfratz. Oh, und ein Ledibar. Ich mag Ledibar, also vor allem wegen seiner Weiterentwicklung Ledian. Nicht, dass das Pokémon irgendwie besonders stark wäre oder so. Es ist im Gegenteil eigentlich ziemlich schwach. Aber ich mag es einfach. So, gab es hier irgendwas zu holen? Nee, da könnte man doch, glaube ich, irgendwo den Lehrer-Fuzzi finden. Der stand doch irgendwo neben der Arena, oder? Das müsste doch der sein, ne? Hallo, bist du eine Trainer? Hast du gewonnen in dem Kampf gegen die Arena-Leiter? Nö, noch nicht. Ah ja, dann lernen sollst du. Folge mir. Ich bin eine Lehrer. Es ist gut für dich, bei mir zu lernen. So, der gibt uns auch, glaube ich, was, wenn ich ihn jetzt anquatsche. So lautet mein Name. Wunderbar, sind Pokémon weak. Ich werde dir beibringen, ein besserer Trainer zu werden. Was möchtest du wissen? Willst du ein Gewinner sein? Ja. Gut, so lass mich dir erklären. Im Kampf wird das erste Pokémon auf der Liste beginnen. Ändere deine Aufstellung in der Liste, um dich den Gegebenheiten anzupassen. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob man am Schluss was kriegt. Du möchtest also wissen, wie man Pokémon richtig trainiert? Okay. Gut, so lass mich erklären. Selbst wenn ein Pokémon nur kurz an einem Kampf teilnimmt, erhält es einige EP. Platziere schwache Pokémon an der Spitze der Liste und tausche sie dann im Kampf gegen ein anderes Pokémon aus. So können auch schwache Pokémon stark werden. Okay, mir hatte der echt nicht zu sagen. Ich mache mir Notizen über die Ausführung. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Gemeint, er hat ein Item für mich. Ein Pokémon, das eine Beere hält, wird sich im Kampf selbst heilen. Noch viele andere Items können von Pokémon gehalten werden. Es ist nicht einfach, sich all diese Notizen zu machen. Notizen machen ist schon einfach, sie die zu merken, ist immer manchmal was. Hä, das Pokémon, das ich bekommen habe, hält etwas. Ich tausche mein bestes Pokémon mit diesem Kerl. Okay. Hier gibt es anscheinend echt nichts. Ja. Bevor ich die Arena mache, gehen wir doch, denke ich mal, erstmal in den Knofensa-Turm. So. Wie hart wir auch kämpfen, der Turm bleibt stehen. Der weise Eckhart. Level 3 Knofensa, das sollte kein Problem sein, auch wenn ich dafür doch lieber den Tackle benutze. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, auch noch nach der letzten Aufnahme. Es hat das Rasierblatt mit Level 8 gelernt und seit Hard Gold und Soul Silver lernt es es sogar schon mit Level 6. Level 12 für Rückia, die entwickelt sich bald. Und oh, der Reflektor. Das könnte nützlich sein für die Arena. Ich habe momentan noch kein anderes Pokémon, das sich momentan lohnt zu trainieren, deswegen trainiere ich jetzt einfach mal Rückkehr weiter. Und mein nächstes Pokémon, das ich mir ins Team hole, das kommt erst in Lucatia City. Also das wird noch ein bisschen dauern. Es tut auch mal wieder gut, solche Retro-Games zu spielen. Mal wieder geht der Tackle daneben. Ich bin begeistert. Ich meine, das älteste, was ich in letzter Zeit gespielt habe, ist Pokémon Feuerrot von dem LP, das ihr ja momentan auch noch sehen könnt. Das auch jede Woche sonntags kommt. Aber recht viel älter sind die Spiele, die ich momentan spiele, nicht unbedingt. Oh, ich merke gerade noch, haben wir hier drüben Telefonempfang?
Hallo? Oh, hi Gold, hart am Arbeiten? Das klingt wirklich hart. Aber Gold, ich weiß, dass du sehr ausdauernd bist, du schaffst das schon. Nebenbei, du hast 76 Poké-Dollar gespart. Willst du weitersparen? Nein, will ich nicht. Okay, ich höre auf, dein Geld zu sparen. Gold, mach weiter so, ich drück dir die Daumen. Es ist zwar manchmal ganz nett, wenn dir uns ein bisschen was kauft von dem Geld, allerdings muss ich bis zu Katia City ein gutes Stück an Geld zusammenkriegen. Und da haben wir außerdem einen Paraheiler gefunden. Weil in Ducatia City brauche ich einen Haufen Geld. 14.000 Poké-Dollar, wenn ich genau sein will. Das wird sowieso schon knapp, das bis dahin zu kriegen. Rasierblatt wäre nebenbei, wenn es nicht effektiv ist, trotzdem stärker als ein Tackle. Dennoch hat Knuffenser eine Doppelresistenz gegen das Rasierblatt. Und ja, da ist der Tackle wiederum stärker. Der Knuffenser ist ein Pflanze-Gift-Pokémon. Endivia ist übrigens, wenn ihr es wissen wollt, erst das zweite reine Pflanze-Pokémon, das im Nationaldex vorkommt. Das erste ist Tangela. Alle anderen Pflanzen-Pokémon haben mindestens einen Nebentyp. Also alle anderen Pflanzen-Pokémon, die in der ersten Generation vor allem drin waren. Die meisten hatten Nebentyp Gift. Eigentlich fast alle. Es gab dann noch so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel mal Owei und Kokowei, die den Nebentyp Psycho hatten. Alles andere, was man sonst an Pflanzen-Pokémon kennt, Mirapla, Duflor, Giflor oder ja, Knuffenser, Ultrigaria, Sarzenia, sogar dieser Samen, dieser Knospe, dieser Flor hatten alle einen Gifttyp. Haben sie auch immer noch. Ja, da steigen die Werte schön nach oben. Und wir haben den weißen Helmut besiegt. So, was haben wir hier noch? Eine X-Abwehr. Die können wir gut verkaufen. So, was haben wir hier noch? Wirbel wie Laub im Wind. Der weise Ludger hat ebenfalls drei Knuffenser. Ich hoffe bloß, dass mir die AP vom Tackle nicht ausgehen. Sollte vielleicht zwischendurch mal ein Rasierblatt machen. Das könnte nämlich an der Stelle sogar schon ausreichen. Mal schauen. Ja. Noch mehr Knuffensas. Knuffenser ist ja an sich ein gutes Pokémon, also Sarzenia. Also kann man heutzutage recht gut spielen mit den neueren Editionen. Hat ja auch in der 6. Generation einen kleinen Wertepush bekommen. Wie ich heute erst feststellen musste, dass ich glaube, er hat 10 Punkte mehr auf die Spezialverteidigung gekriegt. Damit ist er nicht mehr ganz so fragil. Und an sich ist er auch ein relativ starker Chlorophyll-Sweeper. Für die, die nicht wissen, was ein Chlorophyll-Sweeper ist, das ist ein Pflanzen-Pokémon, das im Sonnentag gespielt wird und folglich den Solarstrahl sofort nutzen kann und mit der Fähigkeit Chlorophyll, sodass die Initiative verdoppelt ist, womit es von einem mittleren oder eher schwachen Initiativewert auf einen richtig starken Initiativewert kommt und folglich sweepen kann. Die Angriffs- oder Spezialangriffswerte, was es ja eher ist, dann sind dabei auch relativ hoch. Da haben wir einen Trank. Oh, und das erste wilde Pokémon in meiner Folge. Das ist ein Ratfratz.
Wir haben schon einen Radplatz in unserem Team, aber ich kann dich gerne weghauen, wenn du das denn so willst. Es sind 32 EP für einen Attackenpunkt. Ich trainiere, um durch Pokémon die Erleuchtung zu finden. Na, mal schauen, ob er damit Erfolg hat. Der weise Detlef. Natürlich hat er auch einen Knopfenzer, aber das ist Level 6. Dann wollen wir mal draufhauen. Er überlebt sogar zwei Tackle. Sei denn, ich mache jetzt einen Falltreffer. Ich hab mich auch gewundert. Na dann, Rasierblatt. Aber wird schön EP. Besiegt von einem Kind. Ich bin kein Kind mehr, ich bin 21 Jahre alt. Mit der Farbe des Weißen kannst du selbst den dunkelsten Orten erhellen. Ach ja, Blitz ist ja hier noch eine VM. Der weise Lukas. Er ist genauso wie mein Bruder. Wachstum ein, okay. Komm, mit seinem Rankenhieb kommt er da allerdings nicht weit. Und das ist Level 14. Ist eben meine Stärke. Und was hast du noch? Ich will sehen, wie sehr du deinem Pokémon vertraust. Der weise Ingolf. Und auch er hat ein Knopfenzer und das ist sogar Level 7. Und erstmal geht natürlich mein Tackle daneben, was auch sonst. Ist ja nicht so, dass der irgendwie eine 70er Wahrscheinlichkeit zu treffen hätte oder sowas. Nee, der hat 95. Mit gefühlten 70. Wenigstens macht der an mir keinen Schaden. Heuler und Reflektor bringen hier jetzt leider gar nichts, weil Rankenhieb hier in diesem Spiel noch speziell war. Ein Hut hat er noch. Ist Level 7. Ja, hier ist jetzt die Sache. Da wäre ein Rasierblatt rein theoretisch schon stärker. Allerdings hat Hoothoot eine wesentlich höhere Spezialverteidigung als Verteidigung. Also Spezialverteidigung ist ungefähr doppelt so gut. Daher greife ich den auch lieber mit Tackle an. Einfach mehr. Ja, du vertraust ihm wirklich. Ah, was ist hier los? Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die VM. Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist viel zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Er behauptet ein Weißer zu sein, aber er ist schwach. Das muss noch geklärt werden. Ich würde nie gegen einen solchen Narren verlieren, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht. Silber benutzt ein Fluchtseil. Hat ihn also doch Silber genannt, also auf den deutschen Weg. Naja, dann haben wir hier noch den weisen Marek. Schön, dass du gekommen bist. Der Knopfenzerturm ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon prüfen ihre Freundschaft, um gemeinsam eine rosige Zukunft aufzubauen. Und ich bin der letzte Test. Erlaube, dass ich die Freundschaft zwischen dir und deinen Pokémon nur prüfe. So, weiser Marek.
Auch er hat ein Knuffenser. Wer hätte es gedacht? Ich habe nur noch 6 Tackle-Attackenpunkte. Der ist mir ein paar Mal zu oft daneben gegangen, wie es aussieht. Vielleicht könnte ich irgendwann demnächst mal einen Trank nehmen. Je nachdem, wie eng das Ganze hier jetzt noch wird. So, ein weiteres Knuffenser. 3 Tackle habe ich noch. Danach muss ich mit Rasierblatt auskommen. Moment, wie viel macht ein Rasierblatt gegen Knuffenser? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Biest so eine... Oh, okay, das war ein Volltreffer. Hätte mich jetzt noch gerade gewundert, wenn das jetzt so viel gemacht hätte. Das Rasierblatt hat ja eine erhöhte Volltrefferchance. 12,5%. Und noch ein Volltreffer. Hey, Rückkehr, du gehst ja heute echt ab. Level 15. Und Giftpuder. Ja, das lernen wir dir mal. Zum Stallen ist das immer eine gute Attacke. Mal den Heuler weg. Rückkehr lernt Giftpuder. Nö, ich möchte nicht wechseln. So. Dann machen wir das Giftpuder gleich mal. Natürlich geht's erstmal daneben. Ja, natürlich, mit 75% Trefferchance zweimal hintereinander daneben zu hauen, ist ja wirklich so schwer. Dreimal hintereinander, also langsam. Hey. Die Trefferchance wirklich verarschen. So. Jetzt gebe ich uns mal noch einen Reflektor. Der nicht mehr so viel Schaden macht. Und dann setzen wir mal einen Trank ein. Weil für den Fall, dass der einen Volltreffer macht, dann haut er mal durch den Reflektor durch und das ist ungünstig. So, 2 Tackle-Attacken habe ich noch. Die sollten jetzt dann hoffentlich zusammen mit dem Gift reichen. Giftpuder hat zwar wirklich nur 75% Trefferchance, aber dreimal hintereinander daneben hauen muss trotzdem nicht sein damit. So, ich habe keine Tackle mehr, da muss das Rasierblatt ran. Oh, sogar nochmal ein Volltreffer. Das war der 3. Volltreffer hintereinander mit Rasierblatt. Das hat sich jetzt also mehr oder weniger gerecht mit dem Giftpuder. Du und dein Pokémon dürften keine Probleme mit dieser Attacke haben. Nimm diese vor allem, sie enthält Blitz. Sehr schön. Mit Blitz kannst du die dunkelsten Orte erhellen. Um Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden zu können, benötigst du den Orten des Arena-Leiters von Viola City. Jo. Alles klar, Chef. Noch ein Radfratz. Habe aber jetzt keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Ich will jetzt nur noch aus dem Knuffenserturm raus und dann ist mein Part sowieso schon mehr oder weniger vorbei. Sind wir schon wieder bei 19 Minuten. Na dann, das war's mit meinem Part von Pokémon Silber. Die nächsten Parts seht ihr wieder beim guten Fliegi. Und, ja, mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Haut rein und macht's gut.